Beziehungsweise, was haben wir hier? Ah, sehr gut. Das mache ich natürlich auf dieser Waffe alles hier. Das ist klar, ne? Zweifacher Feuerstoß. Feuert zwei Schüsse hintereinander mit nur einer Betätigung des Abzuges. Wie geil. Okay. Das heißt, ich habe jetzt auf dieser Waffe hier Schaden 20, Feuerrate und zweifacher Feuerstoß. Geil, 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 geil. Aber ist halt ein bisschen Muni-Verschwendung, aber Staff only. Vor dem Notfall, Kommunikationsraum, hinterlasse eine Notiz. An der Tür klebt eine Nachricht. Dies ist der Notfall-Kommunikationsraum. Ohne meine Erlaubnis und ohne meinen Schlüssel kommt hier niemand rein. Wenn Sie hinein wollen, finden Sie mich wie gewöhnlich auf dem Promenadendeck. Ihr Kommunikationsoffizier. Darunter ist eine handgeschriebene Bemerkung. So ein Müll. Das Schiff wimmelt vor Freaks und Monstern. Ich gehe zur Promenade. Da finde ich wenigstens was zum Essen. Wenn noch am Leben ist, kann mich dort antreffen. Ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. So leicht trete ich nicht ab. Verlasst euch darauf. Hoffentlich bin ich nicht der einzige Überlebende. Euer freundlicher Kommunikationsoffizier. Das Promenadendeck ist neben der Halle. Gehen wir. Wir sollten den Schlüssel finden können, den wir brauchen. Gut, dann suchen wir unseren werten Herrn. Cafeteria. Jetzt dauert es wieder 20 Stunden, bis das aufgeht. Oh, da müssen wir ja gar nicht hin. Okay, wir müssen doch rauf. Das war meine erste Vermutung. Ich habe jetzt nicht gewusst, rauf oder da bleiben auf der Ebene. Warum hackelt es da immer? Ach so, weil er die Karte dann lädt. Okay. Gut, ich weiß ja nicht, warum das so ist, aber nehmen wir es mal hin. Solange das andere Spiel relativ flüssig läuft, ist mir das Wurst. So, dann gehen wir hier durch. Hä? Gehen wir mal ins Solarium. Es interessiert mich das, was das ist. Ich muss mich ja bräunen lassen. Ich bin ja so blass. Meine Haut ist so blass. Na, komm. Alter, was ist das? Oh Gott. Ich hoffe, die sind friedlich dabei. Was ist das hier? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich meine, das ist das Solarium, ne? Aber schaut nicht gerade freundlich aus hier. Komm, lass dich scannen. Habe ich ganz vergessen. Was habe ich jetzt gekriegt? Achso, ich bin voll. Aha, cool. Alter, was ist das hier? Inventar ist voll. Ja, dann schlucke ich halt einmal noch sowas, ne? Okay, was ist das? Geil wäre es gewesen, wenn die Tür ist verriegelt. Wenn es beim Scanner eine Beschreibung gemacht hätten, was das ist. Da gehe ich bestimmt nicht hinein. Wieso nicht? Irgendwas bedeckt das Becken gruselig.
Okay, Freunde, das heißt, wir kommen hier nicht durch. Es sei denn, ich habe irgendwas übersehen. Hab ich aber, glaube ich, nicht. Gut, das heißt, wir gehen wieder zurück und gehen doch dort durch, wo ich ursprünglich durchgehen wollte. Gut, haben wir mal einen Abstecher zu dem Solarium gemacht. Ist auch mal was Schönes, ne? Huch. Also bei den Türen aufmachen, da hapert es noch ein bisschen beim Spiel. Keine Ahnung, ich habe die Grafik eh auf niedrig gestellt. Naja, gut. Man merkt halt doch, das ist ein Nintendo 3DS-Produkt, was zu schnell, meiner Meinung nach, auf PC-Version wieder gestellt, produziert wurde. Man kennt es ja mittlerweile schon bei Resident Evil 4. Aber gut, schauen wir mal, was das Spiel noch sonst kann. Ich möchte nicht zu sehr nörgeln. Bis jetzt ist alles okay gewesen. Außer bei den Türen hier, ne? Da hackelt's. Aber vielleicht ladet er da einen Spielstand. Das kann auch sein. Also die Karten meine ich jetzt, nicht Spielstand in dem Sinn. Gut, da brauche ich ja den Safe. Da ist jetzt eh nichts mehr gespawnt, oder? Nö. Und da dürfte jetzt eigentlich auch nichts mehr gespawnt sein. Hoppala. Yeah, Muni. Ein Stück. Von der anderen Seite abgeschlossen. Na, ich freue mich einen Ast ab. Oh, guckt mal, was wir hier haben. Ein Objekt. Ein grünes Grottli. Na ja, gut, okay. Können wir leider nur 5 mitnehmen. Jetzt sagt mir doch einmal, Freunde, wie kommen wir hier weiter? Wenn ich hier weiter, da ist Sackgasse. Hier durch wieder. Hoppala. Ach, vielleicht muss ich wieder rauf auf die Brücke und von dort irgendwo anders hin. Das kann natürlich auch sein. Weil hier geht es eindeutig nicht mehr weiter. Hier brauche ich eine Zutrittskarte. Und wenn ich hier durchgehe, bin ich wieder hier. Aber Moment einmal, wir haben ja... Hops, das wollte ich gar nicht, das wollte ich. Wir haben ja was bekommen. Wir müssen hier runter. Das heißt, im Prinzip. Das sind die oberen Kabinen. Die unteren Kabinen, die Brücke. Ah, vielleicht komme ich von der Brücke. Okay, okay, alles klar. Das habe ich mir wahrscheinlich eh so gedacht. Dass ich von der Brücke direkt dann auf den, runterkomme. Müssen wir mal schauen. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas übersehen haben. Nein, hier haben wir alles. Jo, Freunde, welcome to Resident Evil, ne? Das ist jetzt mal typisch, wie es damals war.
Suchen, suchen, suchen. Okay, da sind wir richtig. Wenn wir jetzt hier durchgehen, sind wir wieder hier. Also, sind wir wieder hier, ist unter Anführungszeichen halt, ne? Da sind die Toilette. Gut, da ist ein Monster da drinnen. Das ist mir wurscht. Hä? Ach so, genau. Ah. Bin mit dem Aufzug wahrscheinlich falsch gefahren. Ich muss in die unteren Kabinen. Stimmt ja. Oh. Schloss entfernt. Hä? Lol. Also. Okay. Dann fahren wir mal in die oberen Kabinen, da waren wir jetzt gerade, oder? Ja, da waren wir gerade. Dann fahren wir auf die Brücke. Ganz einfach. So. Da dürfte jetzt nichts mehr sein. Da auch nicht mehr. Zur Kommunikation kann ich das wohl nicht verwenden. Ja, das weiß ich doch eh. Dann müssen wir wohl oder übel aber hier unten weiter. Weil hier habe ich sonst nichts mehr. Und oben geht es ja auch nicht weiter. Und hier, der funktioniert nicht. Tja. Warte mal, habe ich da einen Scanner schon probiert? Ja. Und hier komme ich auch nicht weiter. Oh, warte mal. Verworfene Nachricht. Oh Gott, bitte hilf mir. Das darf nicht wahr sein. Lass mich nicht in dieser Hölle sterben. Ich bin hier gefangen. Hier gibt es Monster, echte Monster. Die Leute hier sind tot oder liegen im Sterben. Es gibt keine Überlebenden. Verdammt, das ist das Ende. Aha. Du wachst eh nicht auf, oder? Geschichte der Queen Zenobia. 148.000 Brutto-Registertonnen. Verdrängung 90.000 Tonnen. Länge 335,8 Meter. Breite 52,3 Meter. Höhe 93,97 Meter. Antrieb elektrischer Dieselantrieb. Besatzung 1094 Offiziere und Mannschaft. Passagiere 2200. Also Freunde, wo sind die 3000... knapp 3300 Leute hingekommen. Das Flaggschiff der Paragas Line wurde 1978 gebaut. Das Innenleben wurde Schiffen aus den 1930ern nachempfunden, dem goldenen Zeitalter der Kreuzfahrtschiffe. Das Design basiert auf Entwürfen, die George Trevor vor seinem Verschwinden hinterließ. Zeitungen aus der Zeit, als das Schiff gebaut wurde, berichten von den Auszeichnungen, die das Design erhielt. Das Schiff ist nach Zenobia benannt, der Königin des Reiches Palmyra, die vom Römischen Reich enteignet wurde. Wie die namensgebende Schönheit der Legende wird auch das Schiff die Perle des Atlantiks genannt und ist bis heute eines der populärsten Kreuzfahrtschiffe, die im 20. Jahrhundert gebaut wurden. Als Flugreisen die Popularität langer Seereisen verkümmern ließen, schien in den 80ern die Queen Zenobia, wie auch ihr Schwesterschiff, reif für die Abwrackwerft. Zum Glück wurde sie von der Paragas Line erworben. Ihre Dampfturbinen wurden durch ein elektrisches Dieselantriebssystem ersetzt. Laderaum und Kabinenbereich wurden vergrößert, das Schiff mit neuester Technologie ausgestattet. Die Queen Zenobia wurde wiedergeboren als voll funktionstüchtiger Luxusliner.
Nach der Restauration brach die Queen Zenobia auf zu einer Weltreise. Im Anschluss umschiffte sie Südamerika und erlebte viele weitere Fahrten. In Zukunft wird der Starthafen für ihre Afrikafahrten im Mittelmeer liegen. Die Queen Zenobia wird noch für viele Jahre ihren Passagieren viel Freude bereiten. Die Geschichte der Queen Zenobia, Ausgabe von 1995. Jo, Freunde, ich glaube, das wird viel Freude bereiten. Glaube ich mittlerweile auch. Und zwar, ja, das kenne ich eh schon. Und zwar für uns, ja, das kenne ich eh schon. Gut, gibt es hier sonst noch irgendwas Interessantes, weil ich habe keine Ahnung, was ich jetzt ehrlich gesagt machen muss und tun muss. Denn ich komme nicht weiter. Und das ist nicht gut. Habe ich hier vielleicht irgendetwas übersehen? Irgendwas Nützliches oder ein Unnützliches? Ein Safe mit einem Kartenleser. Ja,